Droht die nächste Abmahnwelle wegen eingebetteten Vimeo-Videos auf Websites? Wie komme ich darauf überhaupt? Du weißt, jetzt gerade Stand Ende Oktober 2022 rollt eine enorme Abmahnwelle durch Deutschland wegen eingebetteter Google-Fonts. Was ist der Vorwurf dieser Abmahnungen? Der Vorwurf ist, dass Website-Betreiber Google-Fonts, also bestimmte Dateien für schönere Schriftarten als die, die halt standardmäßig im Browser eingesetzt werden können, von dritten Servern laden. Ja, es war jetzt 10 bis 15 Jahre lang total üblich, dass du, wenn du Google Fonts nutzt, diese Fonts immer von Google Server direkt lädst. Das heißt, der Website-Besucher besucht deine Website und die Website lädt dann bei Google diese Datei. Und was passiert da? Die IP-Adresse des Benutzers wird an Google übertragen beim Laden dieser Datei. Die Rechtsprechung, die betrachtet eine IP-Adresse eben als personenbezogenes Datum. Ja, und du weißt, wenn du personenbezogene Daten an Dritte übermittelst, brauchst du eine Rechtsgrundlage nach der DSGVO. Was könnte jetzt diese Rechtsgrundlage sein? Man kann sagen, ja, da besteht ja ein berechtigtes Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 F. Aber die Rechtsprechung sagt nein, ein berechtigtes Interesse liegt nicht automatisch vor. Nur dann liegt es vor, wenn diese Datenübertragung unbedingt erforderlich ist für den Aufbau deiner Seite. Sind Google Fonts unbedingt erforderlich für die Seitendarstellung? Nein, du kannst deine Website auch ohne Google Fonts darstellen, schaut zwar nicht so schön aus, aber tatsächlich ist das nicht unbedingt erforderlich. Also halten wir fest, es ist datenschutzrechtlich unzulässig, eine IP-Adresse an Dritte zu übermitteln, ohne dass der Benutzer vorher eingewilligt hat. Wie kann so eine Einwilligung aussehen? Ja, durch den Cookie-Banner, indem er auf OK klickt. Was war die Lösung? Ja, das lokale Einbetten von Google Fonts. Hier geht es um eingebettete Vimeo-Videos. Was passiert da? Hat das was mit Google-Fonts zu tun? Erstmal nicht zwingend. Ich weiß nämlich gar nicht, ob Vimeo-Videos Google-Fonts einbetten oder nicht. Aber wenn deine Website per iFrame ein Vimeo-Video einbettet, was passiert dann? Der Benutzer betritt die Seite wird aufgerufen und das Video wird von einem dritten Server geladen. Und auch dabei wird natürlich die IP-Adresse des Benutzers direkt an Vimeo übertragen. Und nur dann, wenn der Benutzer vorher eingewilligt hat, darf das erfolgen. Ansonsten liegt kein berechtigtes Interesse und keine datenschutzrechtliche Erlaubnis vor. Halten wir fest, Vimeo-Videos einbetten, ohne dass der Nutzer vorher eingewilligt hat, ist unzulässig. Es gibt zwar noch keine gerichtlichen Entscheidungen zu Vimeo-Videos, anders als zum Beispiel das Urteil des Landgerichts München vom Januar 2022, auf das sich ja jetzt im Moment die ganzen Abmahner stürzen, aber irgendwann ist natürlich diese ganze Google-Fonts-Geschichte dann wieder durch, dann hat jeder Google-Fonts lokal eingebunden und dann suchen sich die Abmahner natürlich wieder neue Geschäftsmodelle und dann kann es sein, dass zum Beispiel Vimeo-Videos drankommen, die ja auch viele auf ihren Websites einbinden. Was kannst du dagegen tun? Naja, du kannst natürlich sagen, ich bette das Vimeo-Video erst dann ein oder ich lade die Website lädt es erst dann, wenn der User vorher per Cookie-Banner einwilligt. Was ist aber jetzt das zusätzliche Problem? Sobald die IP-Adresse an Vimeo übertragen wird, selbst wenn der Nutzer vorher eingewilligt hat, erfolgt eine Datenübermittlung in ein sogenanntes unsicheres Drittland. Denn nur die Länder in der Union, also die 27 Mitgliedstaaten, gelten halt als datenschutzkonform, weil für die gilt ja natürlich die DSGVO, anders als zum Beispiel bei den USA. Und wenn die IP-Adresse in die USA wandert, sagt die Rechtsprechung und sagen auch die deutschen Datenschutzbehörden zum großen Teil, dass das eine risikobehaftete Datenübermittlung in ein unsicheres Drittland ist und die ist nicht zulässig, es sei denn, der Benutzer willigt auch dazu explizit ein. Das Problem ist aber, dass du da den Nutzer nochmal ganz besonders belehren musst über die Risiken der Datenübermittlung und eine solche Datenübermittlung darf auch nicht wiederholt vorkommen und in größerem Ausmaß. Von so einer wiederholten Datenübermittlung in die USA würde man ausgehen, wenn viele Website-Besucher täglich deine Website besuchen und du halt standardmäßig, sobald die auf Einwilligen klicken, die Daten oder die IP-Adresse in die USA übermittelst. Das heißt, jede Datenübermittlung in die USA, natürlich auch Google Analytics, Vimeo, alle möglichen Plattformen, ist momentan rechtlich eigentlich unzulässig. Was ist die Lösung? Naja, momentan versuchte die Europäische Union schon wieder mit den USA eine politische Lösung zu finden. Damals gab es jetzt zum Beispiel das Privacy Shield, aber Max Schrems hat dagegen geklagt und der EuGH hat es dann als rechtswidrig und unzureichend für den Schutz der betroffenen Daten erklärt. Wahrscheinlich droht das Gleiche jetzt wieder und wir werden trotz der Bemühungen der Union und der USA sicherlich kein wirksames, endgültig funktionierendes System bekommen, wie Daten in die USA übermittelt werden können. Ja, und die
die Folge wird sein, dass entweder überhaupt keine Datenübermittlung mehr in die USA zulässig sind, außer in gewissen gesetzlich geregelten Ausnahmefällen, aber gerade nicht auf Websites, wo ja quasi im wiederholten Falle die Daten übermittelt werden. Oder aber die Rechtsprechung ändert sich, wird milder. Oder aber die Europäische Union und die USA schaffen es wirklich, ein Abkommen zu schaffen, das dann von der Rechtsprechung als ausreichend sicher eingestuft wird. Also so viel dazu. Vimeo-Videos, bitte aufpassen, das kann die nächste künftige Abmahnwelle werden. Und ich kann euch nur empfehlen, bettet keine Videos mehr ein. Aktuell, wenn überhaupt, dann nur nach vorheriger Einwilligung. Aber auch das ist wegen der Übermittlung in ein unsicheres Land natürlich ein rechtliches Risiko, weil es derzeit einfach nicht geklärt ist. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen und bewahrt dich vor Abmahnungen. Mach's gut.